Nachdem wir Kulex in der letzten Folge besiegt haben, können wir hier noch in der Waffenwelt das Finale des Spiels machen. Ich habe übrigens den Ausrüstungsgegenstand Quarzanhänger jetzt Gino einfach mal gegeben, auch wenn es ein bisschen ihn debufft. Was es macht, ist, dass er nicht von kritischen Treffern erwischt werden kann zu 50%. Zumindest habe ich das so verstanden. Okay. Wo sind wir stehen geblieben übrigens, frage ich mich. Waren wir nicht hier? Waren wir schon ein bisschen weiter? Ich bin gerade nicht sicher. Ich dachte, wir hätten hier aufgehört. Boing. Ah, nee, es war weiter unten. Auf jeden Fall hatten wir, als wir das letzte Mal hier in der Waffenwelt waren, gegen diese Uhr gekämpft. Wow! Was zum... Was macht der denn hier? Oh, aua. Wo bin ich jetzt wieder? Kann ich nochmal versuchen? Bin ich. Oh! Oha! Dankeschön! 95! Damit bin ich zufrieden. Damit kann ich ruhig das Spiel durchspielen. 95 von 100. Und die 100 können wir sowieso nicht mehr bekommen. Von daher bin ich damit vollkommen zufrieden. Aber scheinbar muss ich hier hoch, um an die Kiste zu kommen. Ein stinknormaler Pilz? Oder? Nee, irgendein besserer Pilz. Okay, immer hin. Moin! Moin! Okay. Boah. Ich will nicht kämpfen. Ich will versuchen, Kämpfe zu vermeiden. Wenn es geht! Boah. Der Schleim war schon an meinem Rücken angekrochen. Wow, wow. Was ist das für ein Gegner da unten links? Ich glaube, gegen den haben wir noch nie gekämpft. Was? Was macht der denn hier wieder? Und warum sind die alle versteinert? Was hat Schmiedrich bitte mit denen gemacht, als sie verloren haben? Das sind coole Buhus. Sehen aus, wenn die scheinen mit diesem blauen Mund. Hier ist noch ein Royal-Syrup. Royal mit Käse. Komm drauf da. Ich kann sogar gar nichts machen, während ich da drauf bin. Danke, Spiel. Danke. Digga, so schwer war es ja jetzt nicht. Sag ich und fall wieder runter. So lange kann das Gebiet ja auch nicht mehr sein. Wir müssten bald das Ende erreicht haben. Oh, das bringt nur wieder zurück. Oh. Warum auch immer ich zurück sollte. Na gut. Oh, Kiste, Kiste. Maximum Pilz. Wunderbar. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Kann aber trotzdem sein, dass ich was verpasst habe. Ihr wisst es besser als ich. Ich verspreche nicht 100% alle Items zu finden. Ich verspreche nur, es zu versuchen. Warte, ich kämpfe jetzt wieder gegen den? Aua. Dann kann ich aber fliehen. Ich kann aber wieder fliehen. Wieso muss ich denn gegen die kämpfen wieder? Was zur Hölle? Nein! Oh, auf keinen Fall will ich diesen Kampf machen. Aber wieso sind da zweimal die gleichen? Von beiden Arten. Okay, zumindest machen sie kaum Schaden. Naja. Geht so. Na komm, mach schneller. Dein Blödsinn. Du. Ich will diesen Kampf nicht machen. Oh Gott. Okay, jetzt! Okay. Ich verstehe. Mhm. Immer langsam. Ja. Sind fast da. Oh nein, da ist der nächste von den Spinnern. An dem komme ich nicht vorbei. An dem muss ich mich einmal kurz treffen lassen. Ja. Aber ich kann durch ihn durchspringen, zumindest. Zumindest wird das im Spiel erlaubt. Okay. Safe. So, wunderbar. Ich hab's gerade vergessen, weil es schon ein bisschen was her ist. Aber wir sollten eigentlich... Ja, Alarmring sagt nichts. Wir sollten eigentlich auch alles haben. An unsichtbaren Blöcken. So. Gehen wir weiter. Ich glaube, hier ist ein Boss, oder? Ein Versteinerter, ja. Was ist das für ein Gegner? Den haben wir noch nie gesehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich euch nicht sagen. Oha! 96! Ja, nice. Aber hier geht's nicht weiter. Wo geht's weiter? Dort vorne? Nee. Wo geht der nochmal hin? Der rennt hier runter. Oder hier lang? Boing? Nee. Hä? Nicht? Hm?
Was soll ich denn tun? Hm? Boing? Muss ich ihn besiegen? Ich glaube, ich muss ihn besiegen, damit ich das benutzen kann. Konstrukt. Konstrukt von dem Boss? Oder wie ist das gemeint? Er kann die gleichen Attacken wie sonst, oder? Ich lese mal seine Gedanken. Wenn die alle die das gleiche sind. Dieses Mal darf ich nicht verlieren, meine Karriere ist sonst hinüber. Hm? Also er denkt auch wie der Boss, aber er ist es nicht, weil es scheint ja nur Konstrukt. Er soll ihn nur darstellen, glaube ich. Soll ich ihn überhaupt angreifen? Macht das überhaupt Sinn? Ich meine, er lässt sich ja auch gerade angreifen, mehr oder weniger. Puh, ich weiß es nicht, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber es ist fast tot, es ist fast tot. Es kann auf jeden Fall mal nicht schaden, einen von denen zu killen. Um zu schauen, ob das hilft. Oder ob da irgendwann wieder neu spawnt. Okay, er gibt Münzen, aber gibt er auch XP? Ja, tatsächlich. Wow! Ich musste ihn besiegen, um jetzt hier reinzufallen. Oh, oh. Wir sind direkt in einem neuen Kampf gegen... Wer seid ihr denn? Sie sind uns auf den Leim gegangen. Und wir haben gerade nichts zu tun, Zeit zum Spielen. Was zur Hölle? Wer seid ihr denn welche? Wow. Flaconio und Domino. Okay. Würde es euch was ausmachen, aus dem Weg zu gehen? Wow, warum ich gegen den... Ich habe gegen den Typen mehr Damage gemacht als gegen sie. Warum auch immer. Keine Ahnung. Da brauchen wir mehr Luft für zum Analysieren. Warum ich gegen den mehr Damage mache als gegen sie. Obwohl er doch ein Schild hat. Keine Anfälligkeiten. Kannst du dem Schwung meiner stolzen Klinge überhaupt folgen? Bedrängnisblase? Huh? What? Ich check grad gar nichts. Aber okay. Was soll's? Okay, immer weiter angreifen. Bam, 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 bam. Lass mich nicht mal einschüchtern über euch. Domino. Oder A. Keine Anfälligkeiten. Gleich erlebt ihr meine Magie. Das wird Zauber. Versprochen. Oh, nicht für die Bedrängnisblase. Achso, macht nur diesen Effekt, alles klar. Alles klar, wir versuchen mal die Gina und Nova. Die sollte doch so oder so ganz schönen Damage bereiten. Oh, er ist tot. Miese Schufte seid ihr, gegen mich habt ihr keine Chance. Wo rennt sie hin? Da war noch ein Dritter. Es gibt Saures! Wow, also man sollte sie gar nicht killen. Collar-Cobra! What? Ich kann beide angreifen. Was? Okay. Bam. Hm? Okay. Ich bin echt total verwirrt. Keine Schwächen. Ich führte ein unbeschwertes Leben. Vielleicht war es so unbeschwert? Zu unbeschwert, okay. Nahornsirup wäre jetzt nicht schlecht. Okay. Vielleicht noch eins. Kann nicht schaden. Bowser. Randale. Die Robo-Cooper-Randale. Okay. Ausgewichen, schön. Dann mach ich gleich mit Mario den Angriff. Erstmal die Nova. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Wenn ich schon Gino gerade dran habe. Bam! Kann man den Damage-Dealer ganz viel Damage stehlen. Ja. Was? Zwei und zwei? What? Zwei gar nichts. Vielleicht macht das ja mehr. Bam, 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 bam. Oh ja, das macht richtig Damage. Und wie das Damage macht, Junge. Er lebt immer noch. Die beiden leben noch. Ultrasprung? Ich glitch einfach durch sie durch, wenn ich einen anderen angreife.
Interessant. Greife ich nur noch die Kobra an? Warum auch immer? Wirklich nur die Kobra. Das hat aber gar keinen Damage gemacht. Oh. Und Bowser ist dead. Dammit. Ich greife sie erstmal an. Oh ja, das war gut. Das war not bad. Heimer Mario. Mhm. Dankeschön. Schneesturm. No. No. Okay. Bam. 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 Mhm. Mhm. Ich glaube, bei ihr muss man einfach normale Angriffe machen und keine Special Moves. Ich glaube, das ist die Antwort. Ja, sie ist besiegt. Zumindest schläft sie gerade irgendwie. Keine Ahnung. Die Kobra als nächstes. Mhm. Bam, bam, bam. Mhm. Ja, doch, das ist die Lösung. Aber ich vielleicht mit Peach heilen sollen. Oh. Okay. Wir überleben es. Ich bin Schlimmeres gewohnt wegen Cool Hex. Bam, bam, bam. Schön. Und down. Nice. Also Level 20 für Bowser habe ich mir auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. So, und er kriegt jetzt noch ein bisschen Magie. Wow. Hä? Was so? Von wo kommt der denn? Hä? Eine Fabrik? Schufter. Vorzüglich, die Produktion läuft wie geschmiert, geölt und gebuttert. Und das, obwohl Klingklong, Bodo, Sperrfried und die Ballbande samt und sonders die Waffen gestellt haben. Doch Schmiedrich, unser Gebieter, wird im Klingenumdrehen eine neue Armee haben. Und zwar stärker und schnittiger denn je. Wie bitte, eine neue Armee? Aber das könnt ihr doch nicht machen. Eure ganzen bösen Waffen haben schon viel zu viel Unheil angerichtet. Junge, Shovel Knight oder was? Was bist du denn für einer? Das ist doch nichts zur Sache. Aber schau mal, wen ich habe. Mario. Also ergebt euch lieber, ehe wir euch das Blech über die Ohren ziehen. Schön alle Maschinen ausgeschaltet, sonst gibt's dicke Dellen, Doofmann. Frech bist du auch noch, wie? Na warte, Gnatzhammer. Gnatz die Gestalten. Okay. Gnatzhammer. Sie heißen wirklich Gnatzhammer. Mello, du hast uns hier reingebracht, also hol uns ja wie auch hier raus. Badam. Elektro. Gnatz, Gnatz, Gnatz. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oh. Wow. Bei euch kann man schön aufladen. Dankeschön. Das ist ja sehr nett von euch. Danke. Ich sag ganz herzlich danke. Ba, 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 bonk. Bonk. Und noch viel mehr. Bam. Ja, war ziemlich easy. Glaubt ihr, das beeindruckt mich? Pah! Ah, Attacke! Oh, jetzt gegen ihn. Die Hämmer lass mal am Leben. Mit denen kann man gut aufladen. Schufter. Ist einfach Shovel Knight. So winzig. Ich mag ihn. Auf ihn mit Gebrüll! Bam! Mach was mit einem normalen Griff. Vielleicht macht er, ja, das macht auch schon gut Damage. So, Mello. Lies ihn mal bitte. Damit ich weiß, was ich gegen einsetzen soll. Ah, Bowser, okay. Ich schufte seit 10 Jahren! Armer Shovel Knight, er schuftet hier schon seit 10 Jahren. Warte, so lange gibt es Schmiedrich schon hier? Oder habt ihr vorher woanders geschuftet? Na, wie auch immer. Das habt ihr euch verdient. Ja. Yeah. Wie stark wir einfach jetzt geworden sind. Das war's schon. Alter, nach Cool Hex ist alles so kurz. Peach Level 20. Sie kriegt natürlich Magie. Oh, komm, mach mal Magie. Nicht immer KP. Haha, hoffe ihr habt eure Lektion gelernt. Und weh, versuch's nochmal. Es kann nicht mehr weit sein, Mario. Lass uns rasch weiter. Okay, immer andere Stimme, Mello. Fabrikwelt.
Also sind jetzt in der nach Waffenwelt gibt es jetzt Fabrikwelt, okay. Wozu dieser Scheiß hier wohl gut ist? Hm, blab. Wozu gar nichts, komisch. Mello! Hey Mario, was sind denn nicht gefahren? Ach so, haha, bei mir ist was total Schlimmes wie. Und ich soll hochschauen, hab ich recht? Aber den Trick zieht bei mir nicht, oh nein. Mario, zu Hilfe! Musst du nicht mal springen dafür. Katze hat's für mich gemacht. Hui, das ging ja gerade noch mal gut. War dann wohl für den Greifgrad zuständig, der grüne Schalter. Ja, sei der Kran. Mario! Mario! Was machst du denn hier? Das ist viel zu gefährlich für dich. Endlich habe ich es bisher geschafft zu dir. Oh, eben bei Level 30 geworden. Oh. Ich habe was dabei. Das wird euch nützlich sein auf eure Mission, versprochen. Warum bist du nicht einfach gleich in unserem Team, wenn du so krass bist und es dir durchschaffst? Aber eure Hoheit, ihr hier? Oh, und da, bitte verzeih. Ich bin heimlich aus dem Palast geschlichen, ohne dir oder dem Kronminister Bescheid zu sagen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel und da wollte ich Mario helfen, so gut ich nur kann. Prinzessin, ich freue mich so sehr. Denn das heißt, dass ich nicht nur Mario helfe, sondern auch euch. Welch ein Glück. Ach, ich bin im siebten Himmel. Hä? Helfen? Was möchtest du denn für uns tun? Frag lieber, was ich schon getan habe. Und zwar allerlei tolle Sachen hergetragen. Eine nützlicher als die andere. Schaut nur. Ja, aber du willst trotzdem Geld. Na, ist auch okay. Also, wir dürfen einmal nochmal shoppen, bevor wir dann los ready gehen zum Final Boss. Kaufen wir nochmal alles ein, was wir einkaufen können. Was wir so gebrauchen könnten. Ich kaufe aber alles Maximum, glaube ich. So. Ist doch jetzt egal mit dem Geld. Zack. So, sind wir pleite. Wir haben aber alles aufgestockt. Weiter können wir nicht. Können wir was verkaufen? Ja. Mega Handschuh, schätze ich. Und. Lass ich erstmal noch. Und das hier ist von mir. Das ist gratis. Bitte sehr. Kann das Bonbon. Danke. Aber ich hatte schon genug. Ich denke dir tot. Ach, Hoheit! Mario! Es ist nicht mehr weit! Mach dir Schockenbeine! Okay. Das werden wir. Wo ist er denn? Fabrikwelt, Waffenwelt. Okay, ich glaube, er befindet sich hier hinter. Da ist er. Oder? Ist er das? Malmhammer. Erstatten Bericht, Chef. Brockhoff, so gut wie verendet, Chef. Liegen super in der Zeit, Chef. Lord Schmiedrich wird stolz sein, Chef. Chef Schufter. Gut habt ihr das gemacht. Je emsiger. Was? Je emsiger es hier zugeht, desto stärker und mächtiger wird Lord Schmiedrich bald sein. Wir produzieren Waffen von höchster Güte. Denkt nur, was unser Meister damit bewirken kann. Marios Welt erobern, ganz klar. Und dann können wir tun, was wir wollen. Ha, ha, ha. Falsch gedacht, ihr Kupferköpfe. Ihr Werkzeugkastenhüter wollt die Welt erobern? Das ist nicht, dass ich nicht brülle. Ich reiß mir den Laden unter die Klaue und keiner sonst. Und das merkt ihr euch gefälligst, klar? Hammer, das ist ja Mario. Nicht mal unsere Klingklang- und Sperrfree-Konstrukte konnten ihn aufhalten. Wie bitte, Mario? Wer entschert schon Mario? Von mir wird hier gezittert. Impertinenter Wicht. Guck, kein Schritt weiter, Mario. Anders kommst du nicht vorbei, Mario. Alter, immer diese Machos hier. Wow, der Hammer wirft den Hammer. Das ist der echte Hammer. Oh Mann. Ja, fürchtet Bowser. Denn wir sind Bowsers Schergen. So nennt sich unser Trupp. Und das solltest du dir merken. Sofort. So, auf die Stelle. Chef, Schulter. Schulter, die Schulter. 25 Jahre schuft ich schon. Oh. Der andere aber nur 10. Wow, können wir wieder neue holen? Dann lohnt sich das nicht, gegen die anderen zu kämpfen. Nur gegen ihn kämpfen. Das einzige. Oh, ist nicht lohnt. Ich habe außersehen mehrmals A gedrückt. Das war außersehen. Bam. Blöp. Blöp. Aua. Blöp.
Aua. Aua. Problem oder was? Hör! Bam, bam. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Mario-Wurf als krassen Angriff für Bowser. Den habe ich nämlich am meisten gemocht. Bam. Danke, dass du uns nochmal zu Level 20 machst mit allen. Sehr nett von dir. Okay, machen wir Magie? Machen wir Magie. So, Mello auch nochmal. Yay. Er kriegt auch noch Magie. Und Gino auch nochmal. Sind jetzt, glaube ich, alle auf Level 20, oder? Müsste. So, alle Magie. Hm. Stark bin ich und schlau. Doch Missachtung abermals ist des Schurken Lohn. Keine Sorge, Bowser. Niemand kennt mich. Das heißt, Schmiedrich und seine Schergen kommen aus einer anderen Welt? Ähnlich wie Kulex? Und die kennen nicht mal Bowser? Obwohl er der Hauptschurke ist? Okay, gut, Mario ist halt der krasseste dieser Dimension, das ist klar, aber... Boah, die Lore wird immer krasser hier. Und noch einer von denen. Duda, hast du ja das Sagen? Sprich sofort! Ist euch überhaupt klar, was eure Waffenübel ist in unserer Welt anrichten? Hört sofort auf mit euren geheimen Gemeinheiten. Mit euren geheimen Gemeinheiten. Habt ihr verstanden? Oberschufter. Mit Verlaub, wertes Kind. Euresgleichen hat ihr gar nichts zu melden. Und ich will euch alle ein einziges Mal warnen. Wer sich Schmiedrichs Willen widersetzt, der landet im heißen Schmelztiegel. Im heißen Tiegel? Das macht uns keine Angst. Wir haben nicht Mario. Der schützt uns. Keine Sekunde Produktionspause. Die Bänder müssen rollen. Eindringlinge werden eingetiegelt. Also der eine 10 Jahre, der andere 25 Jahre. Wie lange bist du denn hier schon unterwegs? Und das waren andere Hämmer vorhin. Die habe ich nicht analysiert. Habe ich erst jetzt gemerkt. Ja, Oberschufter ist das auf jeden Fall. Ich denke, normale Angriffe reichen hier in diesem Kampf. Obwohl, er hält mehr aus. So, Oberschufter, sag mir mal, wie viele Jahre bist du hier? Die Gewerkschaft, das Examen meines Sohnes, die neue Stelle. Ich habe viel erlebt. Lange. Die Antwort ist sehr lange. Mutschub, Angriffsschub. Oh no, you don't. Bam! Ah, daneben. Da, ha, 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 aua! Ich versuche mal super tolle, super Sprünge zu machen. Ja, okay. Weiß nicht, ob es jetzt gelohnt hat, um echt zu sein. Bam! Hey! Hast du ein Problem oder was? Antwort ist wohl ja. Bonk, bonk. Bonk. Hey. Analysier mal die Platthammer, damit ich die auch schon mal im System drin habe, auch wenn es nicht juckt. Die Liebe bindet alles. Die Liebe? Zu wem? Wow. Not cool. Okay. Gong, bong. Schön. Nicht schön. 1, 2, 3. Mhm. Kann ich jetzt Mello raus tun? Ja. Gino. Und Angriff. Bam. 100. I like to see those numbers. Nee, ich spare lieber. Auf den Kampf danach. Weil ich glaube, danach kommt schon Schmiedrich. So gesehen dann der Final Boss, glaube ich. Bam. Den machen wir dann in der nächsten Folge. Also nächste Folge, Leute. Story Finale in Marapigi. Jetzt muss noch der letzte dieser Schufte besiegt werden. Und damit ist er auch Geschichte. Bam. Und deine kleinen Begleiter folgen zugleich. Also gleich. Bonk, bonk, bonk. Können wir alle auch noch besiegen eben. Bam. Ja, das können wir. Schön.
Noch ein extra Zug. Für was denn? Okay. Welch furchtbare Grobiane man hier trifft. Aber wir dürfen auf keinen Fall aufgeben. Diese Rohrlinge dürfen nie wieder den Fuß in unsere Welt setzen. Da stimme ich dir zu, Peach. Ich hoffe, ihr stimmt auch zu. Peach hat übrigens im Nebensatz erwähnt, dass ihr leichter lassen sollt. Also tut das am besten. In der nächsten Folge geht es dann hier richtig ab.